Servus, heute zeige ich euch, wie man eine vegetarische, schnelle Balsamico-Soße macht. Und zwar, wir brauchen einmal hierfür Schalotten, bisschen Knoblauch und ich mache jetzt einen Estragon mit rein, Sojasauce, Balsamico, Sherry und Gemüsebrühe. Ich habe hier Töpfle und wir tun jetzt quasi als erstes das Ganze andünsten mit bisschen Olivenöl. Ich gebe jetzt eine kleine Prise Zucker dazu, holst einfach mehr Geschmack raus aus der ganzen Zwiebel-Knoblauch-Geschichte. Das heißt, hell andünsten, also keine Reststoffe geben lassen. Wir löschen ab mit einmal Balsamico-Essig. Hoppala. Hui. Dann mit Sojasauce. Sherry natürlich auch, ihr könnt auch einen Weißwein nehmen, aber Sherry hat eine schöne Süße. Gehen wir mit rein. Dann lassen wir das Ganze so ein bisschen kurz reduzieren auch, ganz wichtig, dass diese extreme Säure vom Balsamico so ein bisschen wegfliegt auch. Und wenn das passiert ist, so um die Hälfte, dann macht ihr Gemüsebrühe dazu. Lassen wir es auch wieder einkochen, so um die Hälfte circa. Und zum Abbinden haben wir hier jetzt ein bisschen Kartoffelmehl mit Wasser angerührt. Das wird jetzt erst einmal so ein bisschen verrührt, das Ganze. Und beim Abbinden ist es wichtig, dass er nicht alles reinmacht, weil sonst macht es plopp und ihr habt einen Balsamico-Sojasoßen-Pudding. Ja? Also immer mit ein bisschen Gefühl einrühren, das Ganze. Dann aufkochen lassen, dass einfach so eine schöne sämige Soße entsteht. Dann wieder ein bisschen was dazu. Noch ein bisschen. Kurz aufkochen lassen. Salz brauchen wir in dem Fall keins, weil du hast die Sojasauce, die ist schon salzig. Und wer es mag, kann es auch durchpassieren. Sieht dann so aus. Könnt ihr eben auch für, sagen wir mal, also auch für ein Roastbeef hernehmen oder für Fleisch, für vegetarische Sachen, für so süß-saure Rahmschwammerl oder so saure, süß-saure Schwammerl auch mit Semmelknödel zum Beispiel. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Sehen wir uns das nächste Mal wieder.